Hallo, meine Lieben. Da sind wir wieder nach ganz, ganz, ganz langer Zeit. Und ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen können. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass es endlich weitergeht. Mein Yep. Computer, also warum es einen Ausfall gab so lange, weil mein Computer, der hat komplett den Geist aufgegeben, also der war komplett kaputt. Das müsste man alles ganz neu machen, alles neu, neuer Rechner, alles neu. Und jetzt, ich hoffe, dass jetzt alles schön langsam, alles schön ruhig und vernünftig läuft. Ja, der Rechner neu muss neu zusammengebaut und naja, Rechner zusammengebaut und alles war neu instelle und hier und her. Das muss man jetzt echt alles austüdeln. Und ja, dann haben die Soundprobleme angefangen, dann haben die Aufnahmen nur noch geruckelt und waren überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Und dann hat mein Computer komplett den Geist aufgegeben. Ja, und dann konnte ich das ganze Ding einfach nur noch in die Schrottkiste, eigentlich auch Schrott bringen und fertig. Mehr war da nicht mehr. Jetzt habe ich einen neuen Rechner. Ganz, ganz neu. Und wir hoffen, dass das jetzt funktioniert. Was machen wir heute? Keine Ahnung. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schon zu lange her, ja. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Wir hatten, glaube ich, hier den Hof fertig gemacht, oder? Ja, das glaube ich auch. Achso, was noch zu sagen ist, dieses Modpack auf 1.11.2 kann man sich auch downloaden zum selber spielen momentan. Genau. Und zwar muss man sich den Technik-Launcher herunterladen und dann einfach Pegasus LP oder Pegasus eingeben, dann findet man es. Und da ist jetzt auch ein neues Modpack drauf, wo man demnächst mache das Ganze auf 1.12.2 update mit ein paar interessante neue Mods dabei. Genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Okay. Dass wir dann, wenn wir jetzt weiterspielen, also jetzt bei der Aufnahme noch nicht, aber bei der nächsten Aufnahme, dass wir dann ein paar neue Mods dazu bekommen haben, dazu machen. Und zwar für Puni, weil die ja ständig den Hühnern hinterher rennt. Und so, ja, Hühner, ja, bescheuert eigentlich, nur bescheuert ist. Wir hatten Hühnerfetisch. Ja, anders kann man das nicht ausdrücken. Gewissermaßen, ja. Ja. Und da haben wir einen Mod runter drauf gemacht. Und zwar geht es da um Hühner. Die Hühner muss man züchten. Und die droppen ja normalerweise Eier. Aber die Hühner, die sind alle in verschiedenen Formen und Farben. Und die droppen dann Steine, Kohle, alle möglichen Erze und Diamanten. Und also das ist sehr interessant. Es dauert auch Ewigkeiten, bis man dann diese speziellen Hühner dann auch gezüchtet hat. Ja, bis sie dann. Bis man, genau, also da wird sie sehr lange mit beschäftigt sein. Für uns ist es natürlich vorteilhaft, weil wir dann auch mehr Rohstoffe bekommen. Weil alles, was man so an Rohstoffe hat, Holz und Steine und alles Mögliche, kann man züchten bei den Hühnern und dann anstatt Eier droppen die dann halt eben diese Erze. Das ist gut. Und was war das andere Modpack nochmal? Ich habe dann noch drauf gemacht, dass mit den Architektur-Ding, dass man auch so eine Art Säule und alles rund gestalten kann. Ach, stimmt. Oder Brücke stimmt, mit runden stimmt. Bögen und sowas. Ja, stimmt. Das hatte ich noch mit drauf gemacht. Und Kolonie-Ding. Das heißt, man kann Kolonie aufbauen. Das habe ich, glaube ich, auch noch mit drauf. Mit den Kolonien, da habe ich keine Ahnung. Aber. Ja, da kann man so eine Art Waage und dann kann man dann so NPCs und dann Material zuweisen, die bauen dann Gebäude. Und die kann man dann teilweise, so wie ich das jetzt gelesen habe und mitbekommen habe, auch für sich arbeiten lassen. Da kann man Bäckerei mit Ramühle, Gemeinschaftshaus und alles. Also, es hört sich sehr danach an, weil Speedy ist faul, der möchte also nicht mehr selber bauen. Das heißt, er lässt bauen. Er lässt andere für sich bauen. Ja, das war mir klar.
Das nicht unbedingt alles, aber ich glaube, wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Das muss man echt mal rausfinden, ob das überhaupt so ist. Ich habe es nur gelesen oder gehört, dass das angeblich gehen soll, aber ob und wie, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es ein schönes Mod, um ein Dörfchen aufzubauen, wo ein paar NPCs drumherum rumrennen und machen. Ja. Ist bestimmt interessant. Auch wenn man es nicht nutzt, aber es sieht gut, bestimmt gut aus. Gut. Die Bauten sind auch so ein bisschen mittelalterlich. Okay, das hört sich auch interessant an. Zwar jetzt für mich nicht unbedingt, aber die Architektur-Mod, die ist sehr interessant. Und zwar kann man dann aus diesen Steinen hier, da kann man dann ganz feine Steinchen rausmeißeln. Nein, das ist Schüssel in Bits. Ah, das wolltest du doch machen, oder nicht? Nee, die gibt's leider noch nicht für die neue Version. Oh! Und was ist die Architektur-Ding dann? Dann weiß ich es nämlich auch nicht. Das ist, wo man so quasi wie wenn man eine Brücke baut, oben gerade und dann so eine Halbrunde reinmacht, wo richtig rund ist. Ja. Oder Säule. Ach, die sind dann, die kann man schon fertig. Säule und alles machen. Ja, die kann man dann schon fertig machen. Ja, fertig macht man einen Stein rein, klickt dann dementsprechend das an, was man möchte und bekommt dann eine runde Säule raus. Hört sich gut an. Also, wenn man eine Säule baut, die mit Treppe oder sonstiges, oder senkrechte Treppe geht ja leider nicht. Aber man kann runde Säule oder runde Brücke, also die Öffnung, wo das Wasser durchfließt, dann rund machen und alles. So und so, solche also Sachen. Praktisch auch unsere Torbögen könnte man dann rund machen. Abrunden, ja. Oh yeah. Ja, und dann ist noch drin das Immersive of Engineering. Ja, ja, ja. Das kann man dann bewegliche Windräder oder Wasserräder drauf machen. Ah ja, das wollten wir ja machen, damit dann da hinten ja, die Mühlen die sich auch richtig drehen, ne? Dreht oder das Wasserrad, dann ein richtiges Wasserrad. Ja. Kann man dann auch nutzen zur Stromerzeugung, wenn man das möchte. Ja, im Mittelalter gab es keinen Strom, Schatz. Ja, ich sag nur, aber für diverse Gerätschaften, wo auch man das erleichtert mit einbauen kann. Aber ich finde das, ja, das ist auch gut, eine gute Idee. Da kann man hier den Durchgang ein bisschen anders gestalten, und zwar mit so ein bisschen Rundbogen und so Sache halt. Ja, mal gucken, wie das hier aussieht. Wir waren ja hier, oh, ich war schon sau ewig lang nicht mehr. Oh, wie toll. Unsere Welt. Oh, unser Turm, unsere Burg. Nee, ich glaube, ich weiß, wo wir waren das letzte Mal. Wir waren in der Burg. Könnte sein. Wir haben den hohen Turm haben wir gemacht zum Schluss. Ja, das kann auch sein, ja. Oder der Innenausbau vom Haus. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, wir waren da in dem Turm, in dem Riesenturm. Kann man hier lang? Ich kann meine eigenen Wege nicht mehr. Nein, hier kann man nicht lang. Doch, ich kann. Ich bin perfekt. Ich kann das. Man kann da offiziell nicht lang, aber ich kann das. Hier waren wir. Genau, wir hatten nämlich weitergemacht. Und es regnet schon wieder. Ja, toll. Genau. Ja, richtig. Wir hatten nämlich hier die Etagen reingezogen und die Treppe hatten wir nämlich gemacht. Ich glaube, das war das, was wir zuletzt gemacht hatten. Mhm. Und hier werden wir dann auch wahrscheinlich dann auch dann weitermachen bei der nächsten Folge. Wenn Speedy die Mods dann gemacht hat, dann machen wir hier einen runden Bogen hin, ne? Und oben runde Fenster. Ja, dann kann man dann ein bisschen umgestalten dann mit einer runden Sache. Aber dafür muss ich erstmal den ganzen Server alles updaten, komplett ummodeln. Ja, also das ist jetzt eigentlich nur, wir haben das jetzt hier, wir nehmen das jetzt auf praktisch, damit ihr euch schon mal freuen könnt. Es kommen bald neue Folgen. Wir werden jetzt dann fleißig aufnehmen, damit es dann weitergeht, damit ihr schon mal so ein kleines... ja, ein kleines Infovideo würde ich jetzt einfach mal sagen, ist das jetzt. Achso, und was auch dann noch dann bald kommt, da werde ich aber dann auch vorher nochmal dann Bescheid sagen, dass wir dann auf Twitch dann bald auch Livestreams machen werden. Wenn ihr da Interesse dran habt, da könnt ihr jetzt eigentlich schon hingehen und Twitch runterladen. Und mich anklicken, Pegasus auf Folgen. Und wenn ich. Pegasus LP ist. Pegasus LP, ja. Oder Let's Play, glaube ich, steht drin, weil LP war. Man sieht es aber auch direkt, das Bildchen ist mit einem Pegasus. Also erkennt man schon.
steht drin Pegasus and Family oder sowas. Ja, ich, steht genau. Und da könnt ihr dann auch direkt schon auf Folgen draufklicken. Also es kostet euch auch nichts. Und dann kriegt ihr direkt Benachrichtigungen auf jeden Fall, sobald ich dann live gehe oder anfange zu streamen. Dann bekommt ihr eine Nachricht und dann könnt ihr dann auch reinschalten und zugucken, wenn ihr das möchtet. Ich denke mal, dann werde mir samstags abends machen, den Livestream, wenn es dann soweit ist. Ich denke auch, weil am Wochenende, ja, sind die meisten zu Hause, auch genau, die jüngeren Zuschauer, dann könnte sie auch so notfalls vielleicht mal mitgucken. Dass man dann vielleicht um 4 oder um 5 irgendwann anfängt. Ja. Mal schauen, da spätestens 6 zu spät. Genau. Also das war auf jeden Fall mal ein kleines Infovideo jetzt erstmal vorab. Ihr könnt euch freuen, es kommen bald neue Folgen. Und dann verabschiede ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Wo ist mein Knopf zum... Ihr wollt mich ja auch angucken, ne? So, hallo. Ich stell mich mal lieber dran. So. Lange nicht mehr gesehen, hallo. So, dann bis zum nächsten Mal, also bis zur nächsten Folge. Und die kommt auch ganz, ganz bald. Sobald alles läuft und eingestellt ist, genau, geht's weiter. Tschüss. Tschüss. Hallo.